Hey, wir haben Futter mitgebracht. Bitte, legt es dort drüben ab. Sachte, sachte. Ihr wart meine Rettung. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie? Ach was. Gehört zum Job als Jäger. Den Leuten in Not zu helfen. Sia, ein Jäger durch und durch. Jäger? Ja, wir jagen gefährliche Bestien und so. Ach so, ihr seid also Abenteurer. Mein Name ist G-May vom Stamm der I. Stamm der I? Ihr kommt wie gerufen. Ich habe nämlich den perfekten Auftrag für Abenteurer wie euch. Wisst ihr, hinter diesen großen Mauern hier in der Nähe geht nämlich etwas Furchtbares vor. Welche Mauern? Meinst du die imperiale Basis? Dort bereiten sie eine Beschwörung. Das bedeutet, die Manifestation eines Primal vor! Ah ja. Primal wie? Vermutlich eine Art Gott. Was bleibt ihr so ruhig? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was geschieht, wenn hier ein Primal auftaucht? Ihr müsst mir helfen, sonst ist diese Welt im Untergang geweiht. Bitte! Okay. Vielen Dank. Hier, nehmt diese praktische Kontaktperle. Damit können wir jederzeit in Verbindung bleiben, okay? Hey! Tschüss! Wir sehen uns später wieder. Auf gute Zusammenarbeit, liebe Abenteurer. Hey, warte! Und schon ist sie weg. Das weiß ich nicht. Aber das Imperium und Götter sind keine gute Kombination. Also auf zur Basis? Wir können das Mädchen schließlich nicht hängen lassen. Ja, ihr habt schon recht. Auf zur Basis, Jungs. Dieses Wetter. Deine Perle klingelt. Wie gehe ich da ran? So? Oh, hallo. Kannst du mich hören? Ich bin G-May. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Jetzt können wir jederzeit miteinander reden. Schon, aber... Ach. Wo bist du jetzt? Im Innern der Mauer. Ich habe den idealen Ort gefunden, um die Schurken zu beobachten. Du siehst sie? Wir sind unterwegs. Bleib versteckt. Okay, aber seid vorsichtig, Abenteurer. Angeblich kommen hier nachts irgendwelche Nichtsgesandte hervor. Fürchterlich, darum solltet ihr unbedingt bei Tageslicht kommen.
Verdächtig ruhig hier. Ja, es scheint. G-May? Wo steckst du? Hier oben! Siehst du mich? Oben auf dem Kran! Ich muss dir unbedingt was zeigen. Schnell, kannst du irgendwie hierher kommen? Schon unterwegs. Warte dort auf mich. Sie will mir was zeigen. Bin gleich wieder da. Du gehst alleine? Ja, alleine bin ich schneller. Wer weiß, was sie anstellt, wenn sie zu lange warten muss. Alles klar. Nicht aufgeben! Nur noch ein bisschen, dann hast du es geschafft! Wehe, die Anstrengung ist umsonst. Das hast du gut gemacht.
Natürlich kann ein Abenteurer auch klettern. Das war ziemlich hart. Und was willst du mir jetzt zeigen? Und überhaupt, was soll das Kostüm mit den Ohren und dem Schwanz? Um dir das erklären zu können, musstest du hier zu mir hochkommen. Wirf mal einen Blick durch das Fernglas. Und wonach suche ich? Siehst du die große Maschine und diese verdächtige Versammlung dort? Maschine und Versammlung? Wer sind die Typen? Und was machen die da? Oh, das sind wilde Ixal. Sie bereiten eine Primae-Beschwörung vor. Mit dieser gefährlichen Zeremonie wollen die Ixal den von ihnen angebeteten Primae, die Herrin des Windes, Garuda, herbeirufen. Ich verstehe nur die Hälfte. Aber es geht um so eine Art Pakt? Und? Was passiert, wenn diese Garuda hier auftaucht? Die Primae ziehen Kraft aus dem Erdboden, um sich manifestieren zu können. Und Garuda soll besonders aufbrausend und aggressiv sein. Aha. Klingt nach einer Menge Arbeit. Aber auch zu gefährlich, um nichts zu tun. Ja, wir müssen verhindern, dass Garuda beschworen wird. Du und deine Freunde, ihr müsst die Ixal aufhalten. Was sind das denn für schwebende Dinger da? Schwebende Dinger? Seltsam. Als ich von hier geflohen bin, lagen die nur still am Boden. Was ist das denn für eine riesige Statue? Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ich spüre jedoch, dass die Statue von windelementarem Äther umgeben ist. Darum liegt die Vermutung nahe, dass sie etwas mit der Beschwörung Garudas zu tun hat. Verstehe. Dann sollten wir sie uns am besten genauer ansehen. Ach da! Was ist das für eine Maschine? Ein Portal in diese Welt. Ein Teleportationsgerät. Als ich zu mir kam, bin ich direkt daneben aufgewacht. In diese Welt? Ja, genau. Die Welt hier, von euch Abenteurern. Ich vermute, dass die Maschine mit einer allergischen Partikelschleuse aus meiner Welt verbunden ist. Ich weiß, es klingt verrückt, aber das ist die einzige Erklärung. Partikelschleuse? Klingt nach irgendwas aus einem Computerspiel. Und was meine Ohren und den Schwanz angeht, hier gibt es wohl keine Mikrote. Bitte? Soll das heißen, die sind echt? Na klar! Die Lage ist erfasst. Wir sehen uns zunächst die Steinstatue genauer an. Dann müssen wir einen Weg nach drinnen finden. Okay, diesmal komme ich mit euch mit. Das ist eine ziemlich schräge Geschichte. Ich weiß nicht so recht, ob ich sie glauben soll. Ich finde sie plausibel. Hab sowas schon in Spielen gesehen. Spiele sind aber nicht real. Trotzdem, diese Beschwörung klingt gefährlich. Wer weiß, was sie für Konsequenzen hat. Stimmt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jimei eine Lügnerin ist. Also, lasst uns zunächst die Basis absuchen. Vielen Dank für euer Vertrauen! Jimei, geh in Deckung! Ich lenk sie ab.
Dann erledigen wir sie. Vorwärts. Ja. So, das war's. Jimei, du kannst Magie anwenden? Ja. Allerdings bin ich noch Anfängerin. Du kommst also echt aus einer anderen Welt. Unglaublich. Du hast uns echt aus der Klemme geholfen, aber bitte nicht leichtsinnig. Das ist also die Statue, die du meintest. Einfach unglaublich. Das ist ja die Statue einer Emissärin. Sie war die Botin des Windes. Also sowas wie Gentiana? Keine Ahnung, noch nie von ihr gehört. Ja, kein Wunder. In der Kosmogonie ist nichts über sie zu finden. Es gibt lediglich Theorien. Kaum jemand glaubt an ihre Existenz. Aber seht mal all die Messgeräte hier. Das Imperium muss die Statue erforscht haben. Seltsam. Die Figur wirkt beseelt, als würde sie nur schlafen. Gut. Die imperialen Forschungsobjekte können uns egal sein. Ja, um die Ixal. Die Statue. Was ist das denn? Glitter des Meteors? Was meint ihr? Ob wir wohl gegen diese Ixal kämpfen müssen? Kommt drauf an, wie sie auf uns reagieren. Ach ja, Jimei. Du meintest, du musstest flüchten, oder? Ja, fast hätten sie mich erwischt. Ein Glück war mein Chocobo hier. Wer weiß, was ohne ihn aus mir geworden wäre. Nicht auszudenken, was für Sachen die Ixal mit mir angestellt hätten. Was denn für Sachen? Ich glaube, ich will die Ixal lieber nicht treffen. Keine Angst. Bei uns bist du sicher. Zu suchen hier auf neuem Land für allmächtige Garuda. Denkt ihr, lassen die Beschwörung von euch stören? Ein Kampf lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich...
konzentriert euch auf den Kampf. Schön brav. Alles noch dran, dank deiner Heilkünste. Das waren also Ixal. Sie scheinen es wirklich ernst mit der Beschwörung zu meinen. Ja, wir müssen uns beeilen. Gegen die Herren des Windes habt nicht mal ihr eine Chance. Die Ixal sind hier drin. Das ist also die Partikelschleuse. Magitek-Technologie der Solheim-Zivilisation. Und mit diesem Gerät sind die Ixal nach Rios gekommen? Nein. Also, wisst ihr, ehrlich gesagt, war ich diejenige, die die Ixal hierher gebracht hat. Was? Ich habe mich in ihr Lager geschlichen, um ihr wertvolle Schriftrollen zum Lernen zu borgen. Da haben sie mich erwischt. Auf der Flucht bin ich in alte Ruinen gerannt, um mich dort zu verstecken. Und von dort aus landete ich auf einmal hier. Es tut mir leid. Ich hätte es gleich beichten sollen. Du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Auch wenn das alles deine Schuld ist. Immerhin versuchst du es wieder gut zu machen. Stimmt. Und das, obwohl du sicher Angst hast. Ich wäre einfach weggerannt. Du hast nochmal Glück gehabt. Aber in Zukunft solltest du vorsichtiger sein. Ja. Überlass das Ganze jetzt uns. Schließlich ist es die Aufgabe von Abenteurern, die Welt zu retten, oder etwa nicht? Oh, wie kann ich euch nur danken? Ich werde helfen, wo ich nur kann. Keine Chance. Das wäre erledigt. So. Hat er sich wohl bewegt. Wo ein Wille ist. Er hat anscheinend sein Frauchen vermisst. Ich ihn aber auch. Ohne ihn vermisse ich einfach eine gewisse Leichtigkeit. Hä?
Verdammt, kommen wir etwa zu spät? Schnell! Was war das? Nicht mit Was zum... Warst du das? Nee, ich glaube nicht. Die Splitter! Zu spät. Kannst du es wagen, dich mir zu widersetzen, du Mage? Du wirst nicht noch einmal so mit mir reden, denn mein Wind wird dich und deine Zunge in tausend Stücke zerfetzen! Jämmerliche Würmer, erzittert! Mein Wind wird euch zerfetzen! Und euer Blut in alle Himmelsrichtungen tragen! Come on.
Aber Hilfe nehme ich gerne an. Was das jetzt? Nanu, wo ist Nock? Abenteurer, seid ihr alle okay? Nein, leider nicht alle. Wie bitte? Echt? Oh nein! Da bist du ja! Mann, Nock, jag uns doch nicht so einen Schrecken ein! Bist du verletzt? Nein, ich glaube, ich habe nur geträumt. Geträumt? Sicher, dass du okay bist? Ja, denk schon. Oh, ein Glück! Ich dachte schon, dass du diesmal in meine Welt geschleudert worden bist. Wo wir schon beim Thema sind, denkst du, du kannst wieder nach Hause? Das weiß ich nicht genau. Aber wenn ich es hergeschafft habe, funktioniert es sicher auch in die andere Richtung. Und wenn doch nicht? Ach, wird schon schief gehen. Und wenn nicht, mein Wissenschaftlerherz schlägt schneller bei dem Gedanken, diese fremde Welt erkunden zu können. Darum bleibe ich eine Weile hier und betreibe hier meine Forschungen. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendetwas findet, das euch rätselhaft erscheint. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht gefragt, wie er eigentlich heißt. Bisschen spät dafür. Hätten uns ja auch selbst vorstellen können. Ich bin Gladio. Und ich? Ich bin Pronto. Ich mache gerne Fotos. Fotos? Fotos sind... Pronto, lass uns erstmal alle vorstellen. Tut mir leid, dieser... Nur der Kopf. Zur Ruhe gelegt. In einem Kampf der Götter, bis ich wieder auferweckt wurde. Mein Name war Helden als Landschlacht verbunden. Von heute an werde ich den Namen der Herren des Windes an mich nehmen. Und so lautet mein Name Jahrhundert. Gemeinsam mit den Göttern werde ich nun den Winde der Kronen vortragen. Pam, 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 pam.
Pam. Einen Moment mal. Wollen wir ein Foto zusammen machen? Klar. Warum nicht? Ein Foto? Ja, das wird eine tolle Erinnerung. Fotozeit! So, hier, Jimmy. Der Abzug ist für dich. Sieh mal, das haben wir gefunden. Weißt du, was das ist? Wow, da hältst du aber etwas Außergewöhnliches in deinen Händen. Das eignet sich hervorragend für die Synthese von großartigen Waffen. Könnte nützlich für euch auf dem Rest eurer Reise sein. Denkt dran, ich warte auf seltene Fundstücke. Ich mach euch gerne.